Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen in den Closed-Comp-Wochen und da ich ja diesen Hobel als Leihgabe habe, kommt er jetzt einfach nochmal dran. Ja, und womit er dran kommt, seht ihr jetzt in einem kleinen Einspieler. So, jetzt habt ihr alles gesehen. Dazu muss ich sagen, die Vergulderhand Rasiercreme habe ich ja, gestern zerstört. Meine Dummheit, ich habe da ein bisschen zu fest gedrückt und hat es halt knack gemacht. Ja, der Pinsel, so einer meiner größten im Sortiment. Ich spare mir das jetzt hier, diese blaue Kappe da oben rauszudrehen. Und ja, ich gehe hier so, mache mir ein bisschen offen und mal so, sag mal, so gute anderthalb Kidneybohnen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Sind wir mal nicht so geizig. Ja, dann. Also, so wie man hier sieht, man könnte jetzt eine Schale nehmen. Ja, und wisst ihr was? Was machen wir mal einfach? Fluppdiwupp. Natürlich das wie drum. Nein, Pinsel. Kannst du auch gleich mal zu dir gucken? Na, habe ich jetzt zu viel Wasser genommen? Ich tippe leider gerade ja. Also sollte ähnlich sein wie beim Eischnee oder was auch immer. Das ist jetzt hier gerade viel zu dunkel. Also hauen wir noch mal ein bisschen was rein. Also ich lege jetzt hier nur nach, weil ich ein bisschen zu bräsig war, weil zu viel Wasser drin ist. Das sieht schon mal in der Basis ganz gut aus. Und hauen wir uns mal den Hoshi ins Gesicht. Gut, dann kommen wir jetzt mal so zwischendurch zum Bestücken. Klassischer Dreiteiler, wie man hier sieht, mit Kunststoffplättchen. Präpariert, schon mal geöffnet und beiseite gelegt. So, dann kommt hier die Derby. So, in dem Fall kommt die Derby auch rein. Beide Seiten recht vernünftig. So. Gut, dann erste Runde ganz
unspektakulär mit dem Strich. Ja, mal wieder wie immer. Schon fast vergessen, ist leider langsam das Alter, könnte man sagen. Gut, aufschlagen brauchen wir nicht mehr viel. Hier ist noch einiges drauf, dran und vorhanden. Ich kann ja mal so ein bisschen hier für Ordnung sorgen. Gut, zweite Runde, mal dagegen.
Ja, diesmal gab es keinen. Ich verschwinde nach unten. Alles straight durch aufgenommen und ich glaube, da mache ich dann so eine, ja, wie heißt jetzt schnell, Timelapse raus oder wie auch immer. Ist ja jetzt kackegal. Gut. Hauen wir uns die Pampe in die Visage. Flop. Viel ist da nicht nötig. Tja, und ja, machen wir einen Deckel zu. Ja, wo fangen wir an? Dieser schöne, voluminöse Shave Mac ist ja manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Ich meine, es ist schön, einen zu haben, aber ich muss sagen, so schön riesig wie er ist, ja, unpraktisch will ich jetzt nicht nehmen, sagen, aber ich weiß nicht, irgendwo so mein Kampfmaß ist schon wirklich so 22 bis 26, sag ich mal. Der ist wirklich schon eine ganze Ecke zu fett. Ich habe keine Ahnung, ob es ein 28 oder ein 30er ist, aber das Ding ist einfach nur. Bäm in die Fresse. Ja, der Mack. Immer mal wieder gerne gefragt. Die Druckdatei, die kommt unten drunter. Das Ding funktioniert recht gut. Druckzeit bei einem, ja, ich sag mal, guten, ja, Einsteigerdrucker, war blöd gesagt, hängst du leider schon, ja, über 24 Stunden da dran, wenn du vernünftig druckst. Also relativ langsam, damit der Druckbild vernünftig aussieht. Und auch relativ kleine Schichthöhen, aber. Geht hier nicht um 3D-Drucken, geht hier letzten Endes ums Rasieren. Die Leute, die wissen, wie es geht, die können sich auf die Feile stürzen und können da selber sich austoben. Ja, der Mühle Rocker. Ja, ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Leider eine Leihgabe. Ich muss echt sagen, das ist echt ein Hobel, der mir echt gefallen hat. Zwar leider nur zweimal. Ich hätte es jetzt gerne öfter mal ausprobiert, aber ich muss sagen, ich habe jetzt leider gerade so viele Dinger hier. Ja, was heißt, letzten Endes, wenn man sich alle, ja, 3 Tage, vielleicht mal auf 4 Tage nur rasieren kann, weil ansonsten die Pusteln zu stark werden. Das ist so mein Problemchen dabei. Deswegen sage ich mal so im Groben und Ganzen, wenn es hochkommt, 2 Rasuren in der Woche. Ja, da spielt nicht immer die Haut mit. Und es wird auch nicht unbedingt jede Rasur aufgezeichnet. Also nur mal so nebenbei erwähnen. Deswegen, der Rocker ist leider ein bisschen zu selten rangekommen. Ich habe halt noch so ein paar andere Dinger hier nebenbei laufen, ein paar kleine andere Serien und ja, eigentlich schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehe ich es ja auch ein, der Besitzer möchte das Ding jetzt mal langsam wieder zurückhaben. Ich glaube, André war der Name, wenn ich das jetzt gerade mal so richtig im Hinterkopf habe. Ich habe auf jeden Fall den Karton noch, von daher ist die Empfangsadresse definitiv gesichert. André, an dieser Stelle, ich denke mal, das Video wird rauskommen, wenn der schon lange wieder bei dir vernünftig zu Hause angekommen ist. Herzlichsten Dank. Nochmal auch so für die obendreingaben Klingenset und ich glaube, der Cube war unter anderem ja auch von dir. Ja, der Hobel hat definitiv Spaß gemacht und ja, wie ich dir schon angedroht habe, ich hau da so eine Serie der Open Source Seife rein, also einmal Naturell, einmal, ich glaube, Zuckerwatte war es und ja, Strawberry. Ich bin gespannt, wie sie dir gefallen. Ich hoffe. Nicht, ja, ich hoffe, dass sie dir gut gefallen, natürlich, klar. Ja, und ich freue mich dann auf ein gewisses Feedback. Ja, kommen wir so, ich sag mal, zu meiner Rasur. Ah, nee, kommen wir nochmal hier zu meinem Allzeit Best. Also, ich sag mal, wer in Holland ist, packt euch eine ein. Die ist echt, die macht Spaß, die ist jetzt kühl, die hat keinen Alkohol, die hat aber Menthol oder irgendeinen anderen Scheiß, der jetzt kühlt. Richtig geiles ASB für den Sommer, auch wenn wir jetzt gerade erst so April haben. Die macht bestimmt Spaß. Ja, ich will schon wieder den Hobel in die Hand nehmen. Kommen wir noch so zu meinem Fazit. Die Rasur an sich, wie man sieht, ohne große Blessuren. Schon mal schön. Ich würde sagen, meine Restduppigkeit liegt bei einer schönen 2. Tacken besser. Hätte vielleicht gehen können, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe auch geben können. Ich will jetzt nicht sagen, der Rasierer war schuld, vielleicht war auch der Klaus schuld, aber ich muss sagen, jetzt mal so für so einen kleinen Quickie zwischendurch
war das echt vernünftig. Und folgedessen wird auch die gesamte Rasur, so Auswahl an Produkte, ich sag mal die Seife, alles recht günstig, aber trotzdem sehr, sehr gute Werkzeuge. Von daher kriegt die Gesamtrasur eine 2 Plus. Die war nämlich ein bisschen schöner wie Reststaubigkeit. Sie hat Spaß gemacht, ich fand sie toll. Und wenn ihr das auch toll fandet, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Unten kommentieren, abonnieren, diskutieren. Halt das große, breite Programm. Das war's von mir. Euch noch ein schönes Restwochenende. Auf bald.